Eins, zwei, drei. Hihi. Ich habe schon gedacht, ich schaffe es heute Morgen nicht pünktlich. Bin heute mal raus auf die Straße. Heute Morgen hat man mit dem Schneeschieber auf dem Bürgersteig gekloppt. Da konntest du aber sehen, wie bei den Nachbarn die Fenster aufflogen. So. Oh, die Skype-Gruppe hat ein heikles Thema. Man spricht für Bayern. Anscheinend ging da wohl gestern was in die Hose, oder? Ich als Nicht-Tischtennis-Fanatiker bin da nicht so hinterher. Was ist denn da in Bayern passiert? Klärt mich mal auf. Ich weiß nicht, ob unser René hier ist. René könnte mir mal einen ausführlichen Bericht schreiben dazu. War der Ton jetzt weg oder war der da? Okay. Ach, sind die Bayern aus der Champions League geflogen? Oh, das tut mir jetzt aber leid. Oh, viele Grüße ins Erzgebirge. So. Gucken wir uns das mal an. Wer unsere Nummern, unsere Position von gestern im Euro sind immer noch präsent. Ich habe eben hier oben die Chance genutzt, da wir diese Bewegung hier hatten. Upp. Diese Bewegung bis hierher, hier einen schönen Doppelboden, hier nochmal einen kleinen Boden ausgebildet. Und danach hat er alle Hochs von der Abwärtsbewegung alle Hochs rausgenommen, die irgendwo eine Rolle spielen. Gucken wir uns das Spiel hier mal an. Upp. Selbst hier in 5 Minuten alle Hochs raus. Komm her, du Jung. Ist das hier? So. Selbst in 15 Minuten. Abwärtsbewegung. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Hier mit einem Rutsch alle Hochs raus. Deswegen hatte ich mich entschlossen, hier diese Bewegung. Den Schluss dieser Bewegung hier habe ich die Long Stop Order nachführen lassen und wollte genau hier oben drüber aufstocken. Stop liegt 7,6 Punkte im Verlust.
So, ich habe den Stop, hatte ihn erst noch ein Stück tiefer und habe ihn jetzt ganz knapp unter den Zielbereich gelegt. So, jetzt den Fake, deswegen liegt mein Stop da unten. Ich wollte die Position ganz bewusst da aufstocken und habe diese Order über den Kerzen nachgeführt, die dann hier gegriffen hat. Zu den Vieren dazu. Okay. So. Mit dieser Bewegung, wir sagen immer, das letzte Hoch der Abwärtsbewegung soll gebrochen sein. Und hier hat er alle Hochs gebrochen, die über irgendwo gingen. Mit dieser Einbewegung, in diesen paar Minuten von der 18 hier an, hat er alle Hochs rausgenommen, die irgendwo gingen. Ich habe vorhin überlegt, ob ich meinen Stop nachziehe und den unter dieses Tief lege, weil wenn er dieses Tief hier bricht, so wie mit dieser Kerze eben, dann haben wir was? Mit diesem Tief hier, mit dieser Kerze, was ihr gerade gemacht habt, da haben wir was? Dann haben wir einen Trendbruch und einen Abwärtstrend. Und in einem Abwärtstrend habe ich in der Regel in einer Long-Position nichts mehr zu suchen. Aber, deswegen sind wir ja morgens hier, die Erfahrung oder die Vergangenheit hat uns oft gezeigt, dass er genau hier einmal diesen Spike runter macht, da den Schlusskurs exakt auf diesem Tief und dann genau hier unten das abholt. Wir haben hier den Zielbereich, ganz kurz die Stops holen. Das hat er ziemlich zügig gemacht. So, und jetzt fällt erst die Entscheidung. Jetzt kommt erst die Entscheidung. Hält dieser Zielbereich oder hält er nicht? Einmal runter, hier unten Order abgeholt und jetzt sollte er sich wieder nach oben orientieren. In diesem Fall hätte mein Stop hier sonst bei der 18, also bei der 17 gelegen. Da. Bei der 17 hätte er sehr unglücklich gelegen und jetzt liegt er bei der 15,6. Das heißt, ich bin 1,4 Punkte schlechter. Aber diese 1,4 Punkte schlechter verschaffen mir oft diesen Spielraum eben aus so einer Nummer, aus so einer Situation nicht rauszufliegen, sondern diese Situation eben zu retten und dann so eine Position zu halten. Das heißt noch lange nicht, dass ich jetzt raus bin aus der Nummer und dass mir jetzt nichts mehr passiert. Aufatmen kann ich erst, wenn wir erst wieder über der 20 sind. Weil, wenn wir uns den Spaß jetzt mal angucken, da hatte diese Korrektur jetzt hier exakt gemacht. Bis dahin. Und genau am Fibo-Bereich hier eine schöne Umkehr. Wenn er jetzt wieder anfängt, nach unten abzurauschen, dann wird das wahrscheinlich ziemlich schnell gehen und dann kriege ich hier unten doch noch mit 7 Punkten eine. Aber nach Euro Pro wäre hier Short möglich. Nach Euro Pro gucken wir uns Euro Pro an. Euro Pro sagt was? Was ist die Grundvoraussetzung? Was ist der erste Punkt, den wir anfassen? Haben wir übergeordnet einen Trend? Haben wir den? Da streiten sich jetzt die Geister, ne? Der Abwärtstrend, den wir hier im groben Bild erkennen, der ist hier kaputt.
Die Definition Bewegung, Korrektur, Bewegung würde hier in diesem Fall jetzt eine Abwärtstrenddefinition rechtfertigen. Das Tief, wenn man das hier nicht als Korrektur wertet, und selbst wenn man das hier als Korrektur wertet, wenn man sagt, okay, Bewegung, Korrektur, Bewegung, dann muss dieses Tief mit dem Schlusskurs verletzt sein. Da. Und so weit sind wir noch nicht. Sondern erst jetzt diese Kerze, wenn die jetzt da unten schließt und auch wenn die jetzt unterhalb von diesem Zielbereich schließt, dann haben wir eine Chance. Erst dann ist der kaputt. Und wenn wir hier drunter sind, auch dann erst haben wir einen Abwärtstrend. Den müssen wir aber erstmal ausbilden. Noch haben wir im 5 Minuten keine Abwärtstrenddefinition, noch keine gültige. Im Gegenteil, wir haben hier das Hoch gebrochen, wir haben hier alle Hochs gebrochen mit dieser Bewegung und damit ist der Abwärtstrend, der hier vorherrschende Abwärtstrend, erstmal kaputt. Wir müssen den Schlusskurs dieser Kerze abwarten, die schließt natürlich Punkt 8. Und dann hängt auch noch davon ab, schließt die oberhalb von dem Zielbereich oder schließt die unterhalb. Und von dieser Kerze haben wir jetzt die letzten Sekunden. Die letzten Sekunden sind oft ausschlaggebend, was da jetzt die nächsten Minuten passiert. Aber ich kann mit den 7,5 Punkten auch leben. Muss ich euch ganz kurz hier am Schirm allein lassen. Ich muss mir schnell ein Netzteil holen. Das habe ich vergessen. Sonst fliegt mir mein Laptop hier gleich weg. Jetzt konzentrieren wir uns gleich auf 8 Uhr Eröffnung. Und guckt euch die letzten Sekunden an. Die zweite Nummer, guckt euch mal die 5-Minuten-Kerzen an. Gleiches Spiel. Zwei Umkehrkerzen. So wichtig ist es auch manchmal, so eine Stops zu halten, ne? Da sollten wir vielleicht auch mal einen Schmeiß reinblicken. Okay, um 11 wird es heute ein bisschen interessant. Am Nachmittag wie immer außerhalb 5 Erdöllagerbestände. So. Also, der Michael schreibt gerade, aber bitte, wenn man um 0,000006 Punkte ausgestoppt wird. Ja. Selbst in so einer Situation hier
denke ich manchmal drüber nach, wenn er hier so ein Tief ausbildet, den Stop nicht sogar noch ein Stück weiter nach unten zu ziehen, weil ich damit rechne, dass er mit noch einem Spike die Stops hier da drunter holt. Hier in dem Fall hat er wahrscheinlich die Limits erstmal geholt und damit dürfte es sich jetzt auch erstmal nach oben drücken. Oder auch nicht. Gucken wir uns das Spiel übergeordnet nochmal an. Demnach haben wir höhere Tiefs und höhere Hochs. Bis auf diese beiden Spikes, die er hier ganz kurz runtergemacht hat. Das ist für mich noch keine Abwärtstrenddefinition. Heißt das, du bei den beiden Umkehrkerzen, dass du selbst bei einem Spike nach unten und Umkehr wieder reingeben würdest? Genau das heißt es. Diese beiden Kerzen, wenn er jetzt bloß einen Spike hier runter macht unter diese beiden Tiefs, womit ich jetzt sogar rechne, deswegen gebe ich ihm noch einen Punkt mehr Luft. Das, wenn er jetzt hier noch einen Spike runter macht, ganz kurz und wieder umkehrt und diese Umkehr damit hier in 5 Minuten nochmal unterstreicht, wenn er jetzt hier noch so eine Umkehrkerze machen sollte, würde ich, auch wenn ich rausfliege, hier oben drüber bei der 19 direkt wieder reingehen. Weil ich fliege ja jetzt auch hier unten. Bei der 14,5 fliege ich raus. Das heißt, ich würde in dem Fall hier oben drüber, bei der 19 oder so, hier in diesem Fall 14,5 zur 19, würde ich 3,5 oder 4 Punkte schlechter wieder reinkommen. Aber dann ist das so. Aber deswegen sagen wir mal, guckt euch die Zielbereiche an, guckt euch den Verlauf an und guckt euch an, wie die Dinge funktionieren, weil wenn er jetzt anfangen sollte zu laufen, wenn, dann wird er sehen, dass der ziemlich zügig unterwegs ist, der Junge. Guck dir mal von gestern an. Hier, ganz kurz, hier nochmal, da ein Tief, da ein Tief, da ein Tief, hier nochmal ein Spike runter und dann gab es kein Halten mehr. Von der 1,0640 bis hoch fast zur 1,0740. Da das Welle 1 war, gehe ich mal davon aus, dass er heute sogar eventuell das gleiche Spiel macht. Und Welle 2, wir haben in dem Fall eine Tagesvola von ca. 100 Punkten. Das heißt, er dürfte heute von der 1,0718 eventuell bis in die 1,08. Gucken, wie schön der hier im Stundenchart flackt. Und wehe, der fängt hier an zu laufen. Da ich genug Futter habe, weil diese Positionen hier sind weit abgesichert, die hier und die, oder welche war das? Da. Ich kann sogar hier den Stop noch ein Stück hochziehen. Zack. Die Position ist 1000 vorne und die ist 850 vorne. Da ich sogar genug Futter habe. Mit diesen beiden Positionen, die wir hier drin haben, die ist 1100, also 1094 genau im Gewinn und die hier ist 853. Also fast 2000 Euro. Mit den beiden Positionen sind wir vorne. Da ich hier über genug Futter verfüge, hätte ich sogar die Chance, da das nicht so viel ist, den Stop sogar hier runter auf die 05 zu ziehen. Und diese Position in die mittelfristige Position mit einzubeziehen. So. Und wenn dieses Ding jetzt anfängt zu laufen, und wir diese Bewegung hier, da haben wir noch unseren Balken von gestern.
dann dürfte er sogar hier hochlaufen bis an die 1,0816 ungefähr. Bis in diesen Bereich dürfte er, dann wären wir fast an diesem Hoch hier. Da an diesem Zwischenhoch, und die gesamte Bewegung darf auf jeden Fall bis hierher korrigiert werden. Da dieser Bereiche, der dürfte jetzt erstmal ziehen, da lauern die Order und da sollte er hin. Wo er jetzt hier anfängt zu laufen, werden wir sehen. Aber ich nutze jede Chance, so wie ich es gestern auch geschrieben habe, ich nutze jede Chance, diese Position jetzt hier aufzustocken und nach oben mitzunehmen. Der Ablauf verstanden? Um die Frage richtig zu sehen, das hier sind 1, 2, 3 Umkehrkerzen nacheinander. Wenn wir die jetzt mal wenn wir jetzt mal eine Zeiteinheit höher gehen, das sehen die 15-Minuten-Händler. Und das sehen die 30-Minuten-Händler. 15. Na, was soll die Scheiße? 15 Minuten Händler sehen genau das. Diese Umkehr hier. Und die 5 Minuten Händler sehen dieses Kursmuster. Und danach wird sich das jetzt entscheiden. Wir sehen, wie unsicher das hier ist. Und sobald sich hier oben drüber wieder was ergibt, selbst wenn ich da unten jetzt rausfliegen sollte, würde ich mir hier oben drüber die nächste Position greifen. Eventuell den Lauf hier runter an die 5 abwarten. Und wenn er hier unten im Bereich 9 oder 5 wieder drehen sollte, würde ich versuchen, mir dort die nächste zu greifen. Ja, den starken Anstieg hatten wir schon. Und jetzt hält diese Kante hier unten. Die hält im Moment, Michael. Da muss man ein Gefühl für entwickeln. Dafür gibt es keine Regeln. Das ist eine Gefühlsgeschichte, wo ich sehe hier, dass hier immer wieder durchpiekt und es aber nicht hält. Wenn er jetzt hier unten durchpieken würde, durchschießen würde, dann fällt er wie ein Stein und geht hier runter an die 0,5. Das heißt, dann würde er jetzt 11, 12 Punkte in einem Rutsch machen. Deswegen liegt mein Stop auch knapp da unten drunter, dann will ich da auch raus. Und dann suche ich mir unten im 0,5er Bereich nach Zielbereich, nicht nach Euro pro, sondern nach Zielbereichen suche ich mir unten eine neue Position. So. Hier haben wir unser Viech, der sich immer noch in dem Kanal bewegt und jetzt den Ausbruch nach unten gewagt hat. Hier müssen wir damit rechnen, dass er zurückläuft, den Kanal bestätigt. Entweder war es gestern hier ein Fake, dann geht er jetzt rein und ballert hier nochmal hoch, dann holt er sich auch das Allzeithoch oder er bestätigt jetzt nur den Kanal hier und dann haben wir unseren Rutsch nach unten. In der Regel so ein Ausbruch aus so einem Kanal ist meistens ein Beschleuniger, egal in welche Richtung es geht. Wenn er einmal ausbricht, dann gilt das Ding als Beschleuniger. Wir haben gestern Nachmittag in einem Webinar gesehen, ich habe gestern Nachmittag im Webinar eine Position gelongt, die ist dann mit knappen 10 Punkten irgendwie rausgeflogen, obwohl die Stops dort ideal gelegen haben. Aufzeichnung davon findet ihr im YouTube-Kanal, könnt ihr euch gerne anschauen. Auf Ufbas haben wir das auch begleitet. Also, Richtlinien für heute bleiben bestehen.
Im DAX versuche ich mir Short-Position zu angeln. Long bin ich da eher nicht so eingestellt. Und hier im Euro bleibe ich long. Und selbst wenn er hier runterschießt, werde ich mir Long-Position greifen. Und danach sag mal, wenn du ein Konto in US-Dollar führst, verdienst du doch noch mehr Geld und zahlst keinen Swap für Long-Position. Nee, dann zahle ich den Swap für Short-Position. Im Grunde genommen ist es gar nicht so eine schlechte Überlegung, eins in Euro und eins in US-Dollar zu führen. Weil dann hast du und auf dem einen Long und auf dem anderen Short-Position zu haben. Das wird dann aber schwierig, wenn du zwischen den Konten auch noch hin und her springen sollst. Aber wäre eine Möglichkeit, dann sparst du die Gebühren. Aber dann musst du auch das US-Dollar-Konto musst du auch in US-Dollar füttern. Und wenn du von hier aus US-Dollar dorthin überweist, wird dir deine Bank einen scheiß Kurs geben. Ich glaube, der liegt unter 1 im Moment. Oder um die 1. Und dann ist es wieder egal, dann zahle ich lieber ein bisschen Gebühren. Und das ist auch nur, ich halte die Position schon seit 10.04., deswegen kommt da ein bisschen was zusammen. Okay, viel tut sich nicht. Auch der DAX ist ziemlich träge. Jede Menge gestern Morgen nur einen einzigen auf den Short-Knopf drücken müssen, ne? Um das Gap zu schließen. Und dann hätte man die ganze Nummer, die ganze Rutsche von oben nach unten mitgenommen. Okay, Plan für heute. Ich begleite das nachher auch auf ufbers.de. Plan für heute, Euro Long, Ziel 108. Da in diesem Bereich, das ist unser Ziel. Auch wenn ich jetzt rausfliege, würde ich die Position neu greifen und ansonsten, wenn er über dieses Hoch geht hier, würde ich versuchen, also über der 37, wenn er da gleich direkt durchmarschiert, würde ich versuchen, diese Position da oben nochmals aufzustocken. Diese Marken schreibt euch bitte auf. Dazu sollte nachhaltig nicht die 107 verletzt werden. 107 sollte Bestand haben. Ansonsten müssen wir nochmal neu nachdenken, weil dann die Flagge, die wir hier haben, weiter ausgebaut wird. Aber in der Regel kommt nach solchen Flaggen hier kommt Dampf auf. Und im DAX warte ich die Kanalbestätigung ab, da die im Moment verläuft bei ungefähr 12,70, das heißt, wir haben noch 50, 60 Punkte und da muss man sehen, da haben wir auch diese Zwischenhochs hier. Die 12.050, 12.070, die sollte sich jetzt hier oben erstmal holen, ungefähr diesen Bereich und dann müssen wir sehen, ob er einen Stundenschlusskurs in diesem Kanal wieder kriegt. Dann kriegt er einen Beschleuniger nach oben. Wenn er hier eine Umkehrformation macht, wäre das für mich das erste Signal, eine Short-Position neu zu starten und aufzubauen. Diese Marken habt ihr euch jetzt alle schön auf den Zettel geschrieben und damit entlasse ich euch heute schon, weil wir müssen jetzt nicht zugucken, wie so eine Position hier hin und her eiert. Die Regeln sind klar. Und hier oben über der 37, hier oben drüber, wenn er da oben drüber geht, stocke ich die Position auf. Und dazu gucken, ob die jetzt hin und her eiert oder nicht, das müssen wir jetzt nicht gemeinsam. Das kann jeder für sich alleine machen. Also schreibt euch die Marken auf. Ansonsten könnt ihr euch in einer halben Stunde, in einer Stunde ungefähr die Aufzeichnung angucken. Die ist ja heute nicht so lang, dann braucht ihr nicht so lange zum Konvertieren. Ich packe die gleich auf YouTube und den Link in euren Account. Guckt euch die Aufzeichnung an und ich hoffe, dann habt ihr heute Morgen ein bisschen was gelernt, weil dabei kann man nämlich solche Zeit, so eine nervenraubende Zeit hier oder nervenstrapazierende Zeit auch mal mit Lernphasen überbrücken und sich solche Sachen mal angucken. Ist das okay?
Alles klar. Okay, dann verkrümelt euch, zieht euch das rein, was wir hier gerade auseinandergepflückt haben, und dann sehen wir uns wieder heute Nachmittag. In diesem Sinne, euch einen schönen Nachmittag. Tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten.